So, ich mache heute eine Pasta. Toll. Das mögen Sie, habe ich gehört. Ich liebe Pasta, rauf und runter. Wer egal. Nicht, wer nicht von ja. uns. Ne? Das hat wirklich, mein Gott, wenn ich mir überlege, man hat früher auch Nudeln gegessen, aber das war nicht dasselbe, wie? Oder? Ja, wie? Zerkocht, und das war, ja, mit und, süß vielleicht ja. noch. Uah. Ich habe hier Salz natürlich schon drin. Es gibt ja dann diese große Frage, mit Öl oder ohne. Ich mache es ohne Öl. Ich koche es auch immer ohne. Ohne, ne? Ohne. Mhm. Ja, ja. Also ich glaube, das ist wie mit diesem... Mit dem Essen der Spaghetti, da sagen ja die Deutschen, viele deutsche Freunde, die Italiener essen das mit Löffel und Gabel. Aber die Italiener selbst essen es nur mit der Gabel. Nur mit der Gabel. Ja, ja, das hm? Sagt man immer. Und dann sagen auch deutsche Freunde, die Italiener tun immer Öl rein. Aber ja. die italienische Küche sagen, nein, das mhm. machen wir nicht. Das sind so Mythen, die sich so bilden. Ne? Mhm. So, das habe ich jetzt hochgestellt. 9 Minuten. Und ich mache eine Soße dazu. Aus Auberginen. Die habe ich schon gekocht. Mhm. Und zwar, mache ich ein bisschen höher jetzt, habe ich die gekocht. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das erste Mal dieses Rezept gemacht. Und da war die Aubergine ganz, also ungeschält. Und dann habe ich festgestellt, dass das Innere war schon ganz weich und die Haut war noch sehr, sehr hart. Jetzt wollte ich aber doch etwas von dem Geschmack der Haut erhalten. Ja, das stimmt. Das, also ist am besten, ich das, nicht? Das gibt es in vielen Rezepten übrigens, schreiben die, dass man das so machen soll, sodass etwas von dem Hautgeschmack, aber nicht zu viel. Aber man kann auch dick die Schale schneiden und das dann... extra klein schneiden? Extra klein schneiden, ah, das ist ganz wunderbar. Und dann lässt man das ganze Innere, dicke, warme und weiche, weg. Und also dann nur mit der Schale? Nur die Schale? Nur die Schale, aber dick, schön dick abschälen. Das habe ich noch nie gehört. Ganz, das ausprobieren, kennenlernen. Jetzt muss ich hier Koriander und... So, das mag ich komischerweise. Ich mag frischen Koriander fast überhaupt nicht. Dieser seifige, dieser grüne. Ja, ist auch nicht mein und Fall. Und so mag ich ihn richtig gern. Und wir machen sie ein bisschen scharf, weil sie bisschen, scharf dass sie können, also züchtig scharf. Züchtig? Ja, ja, ja. Na. Darf ich den Schaum stampfen? Ja, ja, bitte. Okay. So. So, das mache ich das ein bisschen kleiner. Was ist das hier? Ah ja. Jetzt tue ich hier Tomaten, so aus der Dose, diese Pelati. Nicht? Mhm. Die sind ja manchmal besser, als wenn man frische kauft, weil oft sind die man kauft, sind so. Also einige sind ja wirklich nicht gut und die werden ja immer unreif. Unreif geerntet und werden dann irgendwo... Es erleichtert den ganzen Vorgang, man muss ja, nicht mehr schälen. Ich will nur sagen, Qualität. Qualität ist gar nicht so schlecht von diesen Tomaten. Muss ich mir mal merken. Aber und? Der riecht wunderbar. Das riecht alles toll. Also das ist wirklich schön. Soll das ein bisschen grob bleiben? Kann, noch, kann. Oder? Ja, ja. Oder ja. fein? Nein. So reicht so? Kann, ja, wunderbar. Ich finde es auch schön, wenn man auf so einen Korianderkorn beißt. Mhm. Ups. So. Ja, da kann man damit ein bisschen rühren. Wird, ne? Genau. Und jetzt kommen bei mir noch rein schwarze Oliven. Ja. Ich kaufe ja immer welche mit Stein. Das ist zwar ein bisschen mühsamer, aber die sollen besser sein. Habe ich schon von mehreren Seiten gehört. Man soll Oliven mit Stein und die dann eben so pellen, also entsteinen. Und man dann könnte es ja auch mit Stein kochen. Ja, aber dann bekommt jeder, der einen Stein hat, 10 Pfennig. Ja, oder ja, das ja. Heißt, ach so, ja, dann aber nur einige mit Stein lassen. Als so. Überraschungseffekt. So. Der sieht toll aus. Salz, Pfeffer natürlich. Mhm. Ist eigentlich eine relativ schnell und einfache zu machendes Gericht. Und schmeckt wirklich sehr, das sehr gut. Das ist ja das Tolle an der Pasta, dass man da so viele Soßen... Abwandlungen, alle möglichen... Das ist Salz, wirklich? Salz. Sie probieren gar nicht vorher, ne? Nein. Ah. Na, da verlasse ich mich auf meine Küche. Wenn da Zucker drin wäre. Aber das passiert schon mal. Ja. In den kleinen, also so, ich habe ja auch manchmal so ein kleines. Und da ist es aus Versehen schon mal passiert, dass Zucker reinkommt. Mhm. Wir haben uns alle gewundert, was ist los? Warum ist diese Pasta so süß? Kann ein schöner Überraschungseffekt sein. Wobei es ja besser ist, wenn statt Salz Zucker drin ist, als umgekehrt. Umgekehrt, ja. Ich gebe jetzt nur so einen Schuss Essig rein. Aha. Das muss man nicht, das ist optional, aber ich finde es ganz angenehm, so ein Rotweinessig. Ah, ja. Apropos Rotweinessig. Mhm. Zu diesem Gericht habe ich einen kleinen roten vorbereitet. Ja. Und zwar einen deutschen,
Man trinkt ja erst in den letzten Jahren auch deutsche Rotweine. Mhm. Deutschland ist immer noch hauptsächlich ein Weißweinland. Aber mehr und mehr auch schöner Rotwein. Zwar aus Franken, ein Spätburgunder von Weingut Rot. Also roter Wein von Rot. Und 99er. Und der ist sehr angenehm. Die Flasche ist ganz untypisch, oder? Ja. Und der ist auch relativ leicht und hat nicht so viel Tannin wie viele, vor allem italienische Weine, Rotweine. Und dieses Tannin setzt sich dann auch gern an den Zähnen ab. Da braucht man hier keine Sorge zu haben. Finde ich immer ganz komisch. Ja. Nicht? Wenn man einen Abend verbringt und die Leute trinken wunderbaren Rotwein, dann ist die Zunge schwarz, die Zähne grau. Immer weniger. Ja? Früher ganz oft, ich trinke heute mehr Rotwein als früher und habe fast nie, die müssen irgendwas gemacht haben. Ich weiß nicht was. Zahnputzmittel. Also, schon in den Wein hinein. Ja. So ganz leicht, schön. Herrlich. Ganz was anderes als ein Bordeaux oder ein Italiener. Aber das sind diese etwas leichteren Deutschen. Also sehr leicht schön. Heißt jetzt nicht weniger Alkohol, sondern so in, ist nicht so, herrlich. Oh, ist nicht so butterig. Nee. Schmeckt mir sehr gut, freue ich mich. So. Und Sie arbeiten immer mit der Uhr? Ja. Ich mache das immer, ich muss probieren. Ja, das muss ich am Schluss auch. Nein, natürlich muss ich probieren. Aber erstmal sozusagen die grobe Zeit. Ich habe jetzt 9 Minuten eingestellt. Das kann sein, dass es dann schon fertig ist. Ja, ja. Wenn da 8 steht, kann man immer 1 Minute draufsetzen. Ja. Ich muss mal probieren, wie meine Pasta-Soße ist. Und da ist jetzt Basilikum? Ja, das tue ich ganz zum Schluss noch ein bisschen rein und etwas dann oben zum Dekorieren. Mal sehen, ich bin nur so wahnsinnig empfindlich mit heiß. Kochen Sie eigentlich viel, also regelmäßig? Ach, nee, eigentlich mehr nach Lust und Laune. Ich finde, wenn man Laune hat und kocht, dann gelingt es auch besser. Ja, aber schon nicht nur 3-mal im Jahr oder so. Nein. Also 3-mal in der Woche. Ja. Also doch regelmäßig, kann man sagen. Verhältnismäßig, ja doch. Für die 3 Männer. Meine 3 Männer. 3 Männer im Haus. Mhm. Aber die größte Gefahr ist, wenn ich frage, was soll ich kochen? Ja. Dann sagt der eine das, der andere. Und wenn es um Pasta geht, dann haben 3 verschiedene Wünsche an Soßen. Das ist klar. Ja. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, eine Entscheidung zu treffen. Das kann ich mir vorstellen. Was ist eigentlich Ihre Mutter? Sie sind Lettin? Litauerin. Und hat die Mutter litauisch gekocht? Meine Mutter hat litauisch gekocht, aber sie war auch sehr neugierig auf alle anderen Rezepte. Sie konnte sehr gut kochen. Gut kochen. Haben Sie von ihr direkt gelernt? Nee. Komisch, ne? Ich habe das damals nicht erkannt, dass das also etwas Wunderbares sein kann. Es war selbstverständlich. Es war selbstverständlich und es war viel zu mühsam, mich da hinzustellen und zuzuschauen, was und wie. Aber sie hatte keine Rezepte so. Sie machte das auch alles so aus der Lamelle. Ja, meine auch. Meine hat immer gesagt, ein Fingerbreit Butter oder eine halbe Hand so oder eine Tasse. Eine Handvoll. Eine Tasse, hat sie gesagt. Es gibt solche Tassen und solche Tassen. das ist typisch für die Mütter. Mütter. Und Sie selbst nach Rezept? Kochen Sie nach Rezept? Ich hole mir manchmal Anregungen aus Rezepten, aber während des Kochens verändert sich das Rezept. Ja, aber ich bin zum Beispiel schon ein Rezeptkocher. Also ich bin nicht so einer, der alles frei erfindet. Und zwar koche ich meistens, also besonders wenn es etwas, sagen wir mal, so ein bisschen etwas Aufwendigeres ist. Mhm. Nicht nur eine Spaghetti mit Butter und Salbei, die mache ich für mich. Aber wenn ich etwas aufwendig, sind immer Gäste da. Und ich habe immer Angst, wenn ich für Gäste etwas koche, was ich improvisiere, dass es nicht funktioniert. Ja, solche Improvisationen sind gefährlich. Ne? Mir ist so eine passiert, da hatte ich... Für Gäste? Oh Gott. Ich wollte es besonders gut machen und habe beschlossen, also bei so vielen Personen, 12 hatte ich, Portefeuille zu machen. Habe aber in meinem ganzen Leben vorher noch nie Portefeuille gemacht. Habe mich da allerdings auch wirklich streng an das Rezept gehalten. Ja. Es war auch die Zeit damals, als das aufkam mit dem Rindfleisch, dass das also nun verseucht wurde. Ja. Bin also auch noch zu einem Biometzger. Und da ist das Fleisch ein bisschen anders doch. Von der Garzeit und all das. Und ich hatte also zum Schluss eine wunderbare Bouillon. Und das Fleisch, das ich schneiden wollte, das zerfiel. Oh. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Das ist peinlich. Die Leute hatten aber... Es war alles ratzeputz weg. Trotzdem. Die haben gesagt, das Fleisch zergeht auf der Zunge.
Es sah zwar dann nichts nette aus. Freunde. Ja, sehr nett. So, aber das, diese Erfahrung hat mich gelehrt, ich glaube, nichts Neues. Ich glaube, dass ich deswegen ein Rezeptkocher bin, mhm. weil ich eigentlich fast immer irgendwie, nicht immer viel Gäste, aber saß ja. manchmal nur zu zweit. Aber ich ja. möchte mich auch von dieser anderen Person nicht blamieren. Und das wenn ich das klar. alles improvisiere, kann es toll werden, aber es kann auch daneben gehen. Und deswegen halte ich mich auch ziemlich an meine, meistens an meine eigene. Es ist sehr weise, ich werde mir das auch aneignen. Aber abwandeln tue ich schon. Ja. Zumal ich ja auch einkaufen gehe, hab vor, etwas zu kochen und krieg nicht genau das. Hm. Dann mache ich ein bisschen was anderes. Ich glaube, aber wenn man kocht, gerade bei Soßen und so, dann schmeckst du ja gewisse Dinge raus ja. und da fehlt dir was. Und ja, das ist sicher. Manchmal sehr individuell. Ja, ne? Also ein ja, also bisschen Erfahrung habe ich natürlich inzwischen auch über all die Jahre. Ein bisschen? Ja. Sie kokettieren. Na ja. Ich habe eigentlich so die richtige Kochkompetenz, die ja von Übung kommt, ja. wirklich erst seit ich jetzt hier jede Woche für Alfredissimo koche. Ja. Da natürlich, so viel habe ich vorher nicht gekocht. Und die Übung macht wirklich den Meister. Kann so, ich dir ja, die kann man, glaube ich, ausmachen. Soll ich jetzt? Dieses mittlere einfach rüber. Ja. Ganz ab? Ganz nach rechts, ja. Ja, jetzt habe ich schon ziemlich viel Erfahrung. So. Wo ist denn das Balsami? Ach so, da. Soll ich das draufgeben? Ja, die Menge weiß ich ein bisschen nicht. Reinmischen und den Rest machen wir so als Dekoration mhm. oben drauf. So. Und einmal umrühren? Ja, ja, ja. Ich bin ja gelehrig. Ja, 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 ja. Und neugierig. Ja. Ach so, dann nehmen wir hier so ein. So. So. Hier ein bisschen drauf tun. Sie sagen halt. Ja, ja, kann man schon zwei Löffel so. Ja, wunderbar. Ja. So. Mm. Wunderbar. Noch ein das bisschen. Das duftet halt. Ja. So. So, und jetzt tun wir da noch ein Vielen bisschen Dank. Parmesan drauf. Mhm. Herrlich. Da. Nehmen wir das. Ach, schon, ist schon gerieben. Ja, ja. Ja, wunderbar. Das mal so. Frisch gerieben, eben vorher. Herrlich. Weil ich hasse, wenn man fertig geriebenen kauft. Ja. Das ist, das, ich habe mal gelesen. Der Muffel, der ist grau und stinkt. Ich habe mal gelesen, es gab einen Prozess in Italien, weil ein Hersteller von diesem fertigen Parmesan ja. hatte die Schirm, die ein Schirm hat doch meistens so aus nicht aus Holz, sondern aus irgend so einem Material, so ein so einen Griff. Und ja. wir haben diese Griffe zerkleinert und haben das als Parmesan verkauft. Nein, das ist eine, aber so schmeckt das ist ja auch eine Sauerei. Der fertige meistens. So, so jetzt muss ich wollen wir mal probieren. Ah, ne, es riecht herrlich. Gut. Ja, wunderbar. Mal sehen, ob vielleicht kann man noch ein bisschen nachsalzen. Das ist eine Geschmackssache. Das ist ja kein Bin da immer Problem. Eher etwas zurückhaltend, ja. damit dann jeder selbst. Obwohl ich ein Salzmensch bin. Oh, ich haue immer ziemlich viel drauf. Mhm. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen Salz. Aber es ist lecker. Mhm. Es hätte wahrscheinlich noch schärfer sein können. Soll ich noch ein bisschen? Also für mich hätte es noch schärfer sein können. Mhm. Das kann man sehr leicht jetzt machen. Kommen gleich die Tränen. Ja. Ja. Jetzt muss ich mir nur gleich die Hand waschen, denn wenn ich mit dieser Hand irgendwann ins Auge komme, oh, das, oh, dann geht's ins Auge. Das ist böse, ja. Mmh. Ist gut. Mmh. Ja. Aha. Vielen Dank. Da ist was fertig im Ofen. Also herrlich. Der passt jetzt toll dazu. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Toll. So, jetzt holen wir die andere Sache. Es hat nämlich geklingelt. Und das müsste ihr. Die Frittata. Oh, sieht die schön sieht aus. Aber schön aus. Die nicht? Sieht aber schön aus. So. Toll. Gibt es da irgendwo noch was zum Drücken? Nö. Man kann das noch weiter rausziehen, ein bisschen so. Hält das dann hinten? Ja, jetzt so, ja. Ja? Oh, das ist ja wahnsinnig. Also, das muss ich nachmachen.
Ja. So. Sie brauchen jetzt gleich die Pfanne, ne? Ja. Also. Wunderbar. Die lassen wir jetzt auskühlen. Ja, auf jeden Fall. Denn die ist natürlich jetzt irrsinnig heiß. Jetzt fällt sie ein ganz klein wenig zusammen. Ja, das ist klar. Aber die Farbe ist herrlich. Wunderschön. Ganz wunderschön. Und zur Frittata gibt es einen schönen Riesling. Mm. Und danach bin ich blau. Wir trinken ja nur einen Schluck. Wir trinken ja nicht die ganze Flasche leer, meine Liebe. Sie kennen mich nicht. Na gut, na gut, na gut. So. Ich führe Sie dann am Arm aus der Küche. So, wie wird die gemacht? Also, die Frittata. Dazu brauche ich 5 Eier. Ja. Viertel Liter süße Sahne. Ja. Dann brauche ich Parmesan. 3 gut gehäufte Esslöffel. Dann kann ich ja schon mal gleich ein bisschen noch. Ja, das wäre sehr schön. Dann mache ich das schon mal hier mit den Eiern. So. Ganze Eier? Ganze Eier, ja. Wie nennt sich das Zeug da drin, diese Fäden? Wissen Sie das? Welche Fäden? Ja, in diese Eierfäden. Das weiß ich nicht. Hagel, Herr Hagel, hat das nicht irgendein Herr Hagel erfunden oder so? Man lernt oder nie entdeckt? Aus, man lernt nie aus. Aber ich habe es mir nie richtig gemerkt. Nee, ich habe mich doch überhaupt noch nicht damit befasst. Ich bin froh, wenn die Eier frisch sind. Ja, das ist wichtig. Lecker. Also Eier sind sehr, sehr wichtig, dass sie ganz frisch sind. Da sieht man ja am Dotter immer. Ich bewahre die auch im Kühlschrank auf. Ja, ich auch. Ja. Wieso soll man das früher nicht? Doch, früher hat man das nicht gemacht. Ja? Der Müll ist da, glaube ich. Ja. So, die Pfanne ist jetzt heiß. Sie wollten irgendwas ein, auf der ein ganz Pfanne? Klein wenig Butter. Butter rein? Nur ein bisschen, also nicht viel. Weil wichtig ist, dass das nicht in Butter schwimmt. So? Ja, das ist gut. Na, noch einen kleinen Ticker. So. Allermeist. So, und dann tun wir die Schalotten. Ja, die kommen, Wenn es frische Zwiebelchen gibt, diese kleinen hübschen Lauchzwiebelchen, dann nehme ich bevorzugt die. Eier. So, aber wenn die Zeit nicht dafür da ist, haben wir irgendwo so ein. Das. Danke. So. Soll ich es höher machen? Ich habe es jetzt etwas kleiner. Das ist eigentlich sehr schön. Ich glaube, so ist es gut. Ne? So, wenn die so ein bisschen glasig geworden sind. Tun wir die Zucchinis dazu, das ist ein bisschen viel. Ah ja. Sehr schön. So. Kannst ja vielleicht ein Tick. Mhm. Ja, bei der Butter muss man immer aufpassen, dass das nicht gleich. Ich gebe immer, wenn ich mit Butter koche, ein kleines bisschen Öl. Mhm. Bisschen Öl. Wollen wir das machen? Ja, würde ich machen. Okay. Das hat meine Mutter auch schon immer gemacht. Viva, viva. Halt! Danke. So. Ich habe mir erzählen lassen, dass man in Spanien ganze Frittata-Wettbewerbe macht, wo 200-300 Frauen Frittata machen und die Beste wird dann preisgekrönt und so. Das scheint in Spanien ein Nationalgericht zu sein. Ja. Ich kannte es gar nicht so. Ja, und die machen sehr viel, also mit Tomaten, sehr scharf oft. Ganz unterschiedlich auch offensichtlich. Oliven und so. Ja. Denn sonst könnte man keinen Wettbewerb machen, wenn es nicht sehr viele Arten gäbe. Aber die sieht ja wirklich sensationell aus. Sie leben in Grünwald, in München. In München. Also praktisch in München, aber es ist doch ein bisschen außerhalb. Gehen Sie auch zum Viktualienmarkt? Also das ist etwas, was ich sehr bedauere, dass er halt eben für mich dann doch ein bisschen weit ist. Ja. Weil ich finde, so frische Kräuter, allein die Atmosphäre, die man da erlebt. Die ist toll. Das Auge wird also so animiert. Der beste, tollste Markt in Deutschland. Ja. Auch nicht der billigste, aber Gut, aber das lohnt sich dann. Ja, also wenn man frische Kräuter braucht und so, das ist also schon. In Berlin gibt es auch sehr schöne Märkte. Mhm. Auch Köln allerdings auch, muss ich sagen. Also es kommt überall immer mehr diese Märkte. Das ist eine neue Sache, die ich sehr begrüße. Man hat es wieder entdeckt. Ja, wieder entdeckt. Aber wahrscheinlich auch durch die Biobauern und so. Wurden jetzt der Mensch ein bisschen sensibilisiert. Ja. Und in Grünwald können Sie aber auch gut einkaufen. Oh, wunderbar. Alles. Ja. Ich bekomme alles, was ich brauche. Ja. Aber die Atmosphäre eines Viktualienmarktes wird natürlich nicht ersetzt.
So, jetzt brauche ich Salz. Ah, das muss ein bisschen... Hier. Und dort steht es ja. Kocht denn der Horst, Ihr Mann, auch? Also Horst ist zu jeder Schandtat bereit. Kochen kann er überhaupt nicht. Der hat einen Versuch gemacht und das ging so daneben. Aber ich kann ihn also wirklich für die niederen Dienste einsetzen. Sehr schön, sehr schön. Wenn ich zum Beispiel Zucchini fein geschnitten haben möchte und so, dann macht er das. Ja. Aber am liebsten mit Schablone. So. Ach so, ganz ja, perfekt. Ganz akkurat, toll. Aber es macht Spaß. Sie gehen schon auch essen. In München kann man doch so wunderbar essen. Ja, ja, natürlich. Dann aber essen Dinge, die man selbst zu Hause nicht kocht. Ja, ich kann genau. Auch asiatische Küche. Ja, das finde ich auch richtig. Ich koche auch wenig asiatisch zu Hause, aber gehe dann auch gerne mal was Besonderes. Und die indische Küche ist jetzt also bei uns, gerade bei meinen Söhnen, sehr gefragt. Ja. So, na wunderbar, das wird schon. Die waren so schön dünn geschnitten, da geht es auch relativ schnell. Ja. Oh, das ist sehr grob. Wollt ihr es feiner? Ja, aber ich vielleicht die weiße, ja. Ja, die ist feiner. Ja, die ist ganz die ist ja ganz. Ich mag es nämlich so grob. Deswegen ist es so eingestellt. Also das lasse ich jetzt mal so auf ganz winziger Flamme. Wenn Sie ein kleines Auge drauf haben, damit mir das nicht anbrennt, dann schlage ich die Eier jetzt. Ich kann das sogar auf eine noch kleinere Flamme tun. So. Ach so, ist es da noch kleiner? Es gibt noch eine kleinere und da habe ich es jetzt hingetan. Gut. Jetzt kommt die Sahne hier zu meinen Eiern, so ein Viertel Liter. Ich mache ja auch sehr viel so ein bisschen aus der Hand raus. Also nicht so sehr. Ja. Haben Sie auch noch irgendwelche litauischen Rezepte? Es gibt ein paar, aber das ist so ein bisschen schwere Küche. Ja, also sehr viel Kartoffel und gefüllte Klöße mit Fleisch und so. Der ganze Osten hat viel schwerer gekocht. Ja, Sauerkraut und Weißkohl und rote Beete. Deswegen ist die italienische Küche heute so ein Schlager, weil sie so leicht ist. Sie entspricht also sehr meiner Mentalität. Ja, unser aller eigentlich. Ja. So, jetzt brauche ich hier auch Salz. Wo habe ich mir das? Da, vor der Nase. Von der Nase. So. Ganz wichtig ist die Muskatnuss. Ja. Weil die gibt dem Ganzen dann noch mal so eine kleine Besonderheit. Und wo machen Sie Urlaub? Gehen Sie auch ins Ausland? Bevorzugt Italien. Ich liebe die italienische Sprache. Ich liebe den Wein, ich liebe die Menschen. Das ist also, es entspricht so, es ist meiner Seele. Kann entspricht ich gut verstehen. Sehr. Waren Sie auch schon mal in Portugal? Da war ich schon ein paar Mal so begeistert. Mein Mann, mein Sohn und ich, wir haben damals einen Schnupperkurs in Golf gemacht. Ich wollte einfach mal wissen, wie das so funktioniert. Und da haben wir natürlich die Gelegenheit auch wahrgenommen, essen zu gehen. Aber wir haben also am Strand die einfachsten Dinge entdeckt. Das waren richtige Bruchbuden, so richtige Bretterverschläge. Ja, ja. Aber was ist da an Fisch und Muscheln da? Ich habe in meinem ganzen Leben so was Herrliches. Und da ist ja dann alles andere unwichtig. Da vergisst man die feinen Sachen. Ja, eben, das hat man zu Hause. Feines sind wir selbst. Nein, aber das war wirklich das Feinste, also für den Gaumen ein solcher Genuss, dass ich jetzt noch immer wirklich mit Freude dran denke. Ich bin sehr begeistert von Portugal. Es ist auch nicht ganz so touristisch. Ja. So, jetzt habe ich so viel gequatscht. Was habe ich? Ah ja, jetzt muss ich die Form wahrscheinlich ausbuttern. Ausbuttern. Wollen Sie das machen? Mache ich. Ich mache mal dies noch kleiner. Weil ich nehme jetzt Parmesan. Ich muss ein bisschen mehr haben. Also das Ding, da kenne ich mich noch nicht aus. Aber einfach oben normalerweise. Und drauf ich drücken. Reibe das immer zu Hause. Ja, drücken und unten. Mit Hand. So. Ups. So, ja, das ist ausgebuttert. Ich tue schon mal von der fertigen ein bisschen was auf den Teller. Ja. Dann kann es noch besser aus. Das kann ein bisschen abkühlen dann. Kühlen, genau. Weil sie schmeckt eigentlich so etwas abgekühlt noch besser. Noch eben. Man kommt also wirklich dann auf den sehr guten Geschmack drauf. So, das müsste jetzt. Sieht ganz toll aus.
Ja, also die Frittata ist wunderschön, wenn man Freunde, ja, die einfach mal zu Besuch kommen oder auch nicht, so auf die Schnelle. Und zu einem Glas Weißwein oder so als Entree. Den schenke ich gerade ein. Ah ja, das passt ja. Frittata, so. Einen schönen deutschen Riesling, Freiherr Langwert von Simmern. Aus ein Eltviller. Mhm. Ganz schön. Reingau. So. So. Jetzt möchte ich eine kleine Gabel haben. Eine was? Eine Gabel. Danke. So, das verteile ich jetzt so ein bisschen hier, damit es ein bisschen gleichmäßig ist. Ja. Sonst gibt es eine Ecke, wo nichts dran ist. Wir nehmen hier schon. Ah, das kommt jetzt drauf, ne? Und das kommt dann oben drauf, ja. So. Aber die Frittata kann man ja, das kennen Sie ja selber, mit allen möglichen. Ja. Mit, jetzt ich habe keine große Erfahrung, aber Pilze, ja, das zum stimmt. Beispiel nicht, also wunderschöne Steinpilze, herrlich. Risotto. Ja. Mit Steinpilzen, Champagner. So, na wunderbar. So. Denke. In etwa. So. Ja. Nehme ich das mit. Danke. Gut. Kommt das drauf. Und wieder in den Ofen. Ja. Und es ist, glaube ich, 30 Minuten, ne? 30 Minuten, ja. Stelle ich die Uhr. Bei 200 Grad, ja? Ja. Gut. So. Ich tue es rein, ja? Bitte. Sehr freundlich, ups. So. Oh, das wird richtig schön warm hier. Ja. Ne? Da habe ich geferkelt. Das gehört alles dazu. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Also, bon appétit. Bon. Oh, ist die gut. Ach, toll. Ganz fantastisch. Ganz gut. Da wird sich meine Freundin Franzi, von der ich das Rezept habe, freuen. Mm. Und da ist jetzt der Riesling natürlich. Ja. Da wäre der das ist jetzt nicht die Krönung. Die Krönung.